Heute bin ich am Werratalsee bei Eschwege und will ihn einmal auf dem 7 Kilometer langen Rundweg zu Fuß umrunden. Ab dem Ostufer bei Meinert beginne ich heute meinen Rundweg bei doch sehr windigem Wetter. Die Werranixe, ein kleines Fahrgastschiff, liegt hier noch gut verpackt am Ufer und auf der anderen Seite sehen wir Hotel Schloss Wolfsbrunnen. Die ersten 2 Kilometer meines Weges sind noch relativ vom Autolärm belastet, da ich hier direkt zwischen See und Bundesstraße entlang gehe. Aber es ist dafür ein sehr gut ausgebauter Fuß- und Radweg, der auch sehr gut beschildert ist. Bei meiner Wanderung komme ich aber auch trotz des Vogelschutzgebietes einige Male doch sehr nah an den See heran. Von meinem Standplatz aus kann ich dann auch einigen Windsurfern zuschauen, die bei dem Wind doch ganz schön Tempo machen. Oder wie hier auch vom Surfbrett runtergeschmissen werden und sie dann erst wieder ihr Segel aufrichten müssen. Und in Richtung Eschwege komme ich nun auch wieder an einem Vogelschutzgebiet und einigen Angeldeichen vorbei und auch viele Sträucher sind in voller Blüte. Nun komme ich auch so langsam an der anderen Seite des Sees bei Eschwege an. Auch für die Naturfreunde sind hier einige erhöhte Aussichtspunkte aufgebaut, so dass man über den gesamten See schauen kann. Der Werratalsee ist aber nicht nur Naturschutzgebiet, sondern es gibt auch Camping- und Badeplätze hier am See. Und hier kurz vor Eschwege kommt nun ein weiteres Gewässer dazu, nämlich rechts von mir fließt jetzt die Werra entlang. Und ab hier beginnt nun auch der schönste Teil meiner Wanderung am heutigen Tag. Auf meinem weiteren Weg fließt nun immer rechts von mir die Werra und auf der linken Seite habe ich dann den Werratalsee. Über die Brücke, die vor mir erscheint, könnte ich die Werra überqueren und würde somit in die Altstadt von Eschwege gelangen. Ich bleibe aber auf dem Rundweg Nummer 4 und gehe nun erst einmal durch den kleinen Yachthafen am Werratalsee. Hier ist nun der Eingang zu dem kleinen Yachthafen. Und auf der linken Seite befindet sich dann auch ein größerer Zeltplatz. Nachdem ich mich dann hier einige Minuten umgeschaut hatte, bin ich dann wieder zurück auf meinen Rundweg um den Werratalsee gegangen. Und für Wassersportler ist ja hier für jeden was dabei. Hier stehe ich an der Anlegestelle für Kanus, die auf der Werra hier fahren können. Unterstellmöglichkeiten und Sitzplätze gibt es hier rings um den See genügend. Und ich kann nun die Wassersportler auf beiden Seiten beobachten. Auf der einen Seite die Segler auf dem See und auf der anderen Seite Kanufahrer auf der Werra. Der gesamte Weg um den See ist ein sehr gepflegter Weg und es sind auch immer wieder kleine Spielgeräte und ähnliches hier angebracht worden. Es kommen oft Kanus vorbei und auf der anderen Seite stehen auch Zelte direkt am Rande des Sees. Auf dem Wasser nutzt hier wieder ein Sportler den recht starken Wind aus und an den Bäumen kann man auch deutlich sehen, was für eine steife Brise heute hier weht.
Nur den Schwänen auf dem See, denen hat der Wind nichts ausgemacht. Das Schöne auf dieser Seite des Sees ist, dass man bei der Wanderung immer zwei Gewässer neben sich hat. Rechts fließt die Werra und links hat man eben den Werratalsee. Oder eben, wenn man anders herum geht, links die Werra und rechts den See. Auf der anderen Seite der Werra waren auch weitere Radwege zu sehen und man konnte den Radfahrern heute nur ordentlich Rückenwind wünschen. Nun konnte ich auch schon wieder hinüberschauen zum Startpunkt meiner heutigen Wanderung. Jetzt komme ich an einer weiteren Kanuanlegestelle an der Werra ein und zu einem lustigen Teil meines Films, denn hier hatte doch wohl wirklich jemand vergessen, wieder sein Gebiss mitzunehmen. Für heute ist es die zweite Kanu-Anlegestelle, an der ich heute an meiner Wanderung vorbeigekommen bin. Hier werfe ich noch einen Blick über die ruhig dahinfließende Werra und dann setze ich meine restliche Wanderung für heute fort. An ein paar Rest- und Sitzplätzen vorbei und noch einmal einen schönen Blick hinüber auf den See geht es dann weiter zum Ausgangspunkt meiner Wanderung. Am Werratalsee Naturcamp geht es nun vorbei und dann sind es noch knapp 200 Meter und ich bin wieder am Auto und beende für heute meine Wanderung. Thank you.